Hallöchen und herzlich willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie man denn Future Pinball so richtig zum Laufen bekommt. Wenn ihr nämlich das Spiel installiert habt und es startet, dann dauert es erstmal einen kleinen Moment, bis es geladen hat. Okay. Dann seht ihr erstmal nur das hier. Und dann denkt ihr euch vielleicht, was habe ich mir da runtergeladen? Was ist das? Wieso sehe ich hier nichts? Und was soll das Ganze? Das sieht so technisch aus. Gar nicht so schlimm. Ihr müsst ein Table laden. Da geht ihr auf File, Open und dann habe ich jetzt hier schon ein paar Table zur Verfügung. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, wenn man das Spiel installiert, ein Table ist dabei, den muss man dann laden. Ich lade jetzt einfach mal Dead Hunters. Gut. Naja, komm. Dauert einen kleinen Moment. Geht gleich weiter. Er muss den erstmal im Spiel laden. Also im Editor. Ist eigentlich nämlich auch ein Editor. Man kann auch alles Mögliche, wenn man sich damit auseinandersetzt, auf der Homepage von dem Editor, also von diesem, vom Future Pinball, gibt es auch eine Anleitung, wie man das alles macht. Mir persönlich ist das zu heftig. Ich habe auch gar nicht so viel Zeit, mich damit näher zu beschäftigen. Gut, wenn ihr den Table dann geladen habt, geht ihr auf Playtable und dann startet auch schon das Spiel. Ich hoffe, er nimmt das jetzt auch auf. Bin mir nicht sicher, es könnte gleich zu Fehlern kommen. Ich werde es auch direkt wieder beenden. Also es startet dann und dann könnt ihr flippern. Nach Belieben, wie ihr wollt. Jedem möglichen Tisch, den ihr euch runtergeladen habt. Aber dazu gleich mehr. Ja, komm, lad schneller. Danke. Esk. Gut. Wenn ihr neue Tische installieren wollt, müsst ihr die euch runterladen. Link gibt es unten zu einer Seite, wo es sehr viele Tables gibt. Müsst ihr natürlich erstmal die Datei extrahieren. Das könnt ihr... ich weiß, ich habe WinRAR immer noch nicht gekauft. Das könnt ihr natürlich mit WinRAR machen, wenn es eine RAR-Datei ist oder auch eine ZIP-Datei. Und dann geht ihr erstmal auf euren Arbeitsplatz. Dann ist das, wenn ihr die Standardinstallation gewählt habt, auf C, Games, Future Pinball. Und dort findet ihr einen Ordner namens Tables. Da geht ihr dann rauf und zieht die FPT-Datei hier rein. Ich habe den Tisch schon installiert, deswegen werde ich das jetzt nicht machen. Ich werde einfach wieder das Fenster schließen. Wenn ihr mit den Grundeinstellungen von der Tastatur nicht zufrieden seid, geht ihr auf Preferences. Könnte auch sein, dass es bei euch Voreinstellungen habt. Heißt, ich habe nämlich eine englische Windows-Version. Geht auf Game Keys and Controls und da könnt ihr dann nach Belieben einstellen, wie ihr das gerne hättet. Ich drücke mal hier rauf, drücke mal auf linken Shift und dann haben wir den linken Shift-Taste für den linken Flipper. Ich mache aber wieder Control, weil wenn ich zu oft Shift drücke, dreht Windows bei mir durch. Ihr kennt das vielleicht. Gut, das wäre eigentlich auch schon alles. Wenn ihr das soweit alles jetzt verstanden habt, müsstet ihr das Spiel auch zum Laufen kriegen. Vielen Dank fürs Zuschauen und guckt euch meinetwegen noch meine anderen Videos an, wenn ihr Lust habt. Tschüss!